Herzlich willkommen zurück im Tamron-Studio. Heute haben wir wieder einen spannenden Vortrag für alle Zuschauer. Und wenn ich spannend sage, dann glaube ich, ist diesmal das das richtige Wort, um das zu beschreiben. Denn heute geht es um Wetterfotografie und dazu haben wir eingeladen unseren Referenzfotografen Bastian Werner. Bastian, hallo. Ja, danke schön für die Einladung. Gerne. Ja, genau, da sind wir schon beim Thema. Sturmjäger, das ist ja neben dem Fotografentitel das, womit du dein täglich Brot beschreibst und verdienst. Ich habe es gerade eben schon mal kurz gesagt, das ist ja wahrscheinlich so in der Fotobranche einer der coolsten Titel, die man haben kann. Und ist, glaube ich, auch nicht übertrieben. Du hast uns gestern erzählt, direkt nach der Aufnahme hier geht es nämlich direkt schon wieder los mit dem Jagen, ne? Also man muss es sich wirklich so vorstellen, ne? Du springst ins Auto, schaust dann nach. Vielleicht erklärst du mal einfach ganz generell kurz, wo schaust du nach, wie machst du das, wo fährst du hin, wie suchst du dir das aus? Aber der Ablauf bei so einer Sturmjagd ist immer recht gleich. Man guckt zunächst in den Wettermodellen, also auch wirklich das, was sich die Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst anschauen, wo die Gebiete sind, wo die höchste Wahrscheinlichkeit für Unwetter und Gewitter sind. Und dann an dem Tag, wenn das dann losgeht, checkt man morgens noch so die Lage ab, guckt sich das Satellitenbild an. Gibt es denn Sonneneinstrahlung? Wenn es zum Beispiel meistens keine Sonneneinstrahlung gibt, dann gibt es meistens auch keine Gewitter. Und wenn man das Zielgebiet dann noch analysiert hat, fährt man dann wirklich mit dem Auto dorthin und hofft dann darauf, dass man dann da schöne Gewitter sieht, weil das weiß ich auch aus Sturmjäger vorher immer nicht, wie toll die Wolkenstrukturen werden. Ja, und das ist nicht einfach so ein gemütliches durch die Gegend fahren, sondern da musst du schnell sein, ne? Also, um an dem richtigen Punkt zu sein, wenn es dann auch wirklich losgeht. Genau, in Deutschland muss man schnell sein. Das liegt aber meistens daran, dass wir immer zwischendrin irgendwelche Mittelgebirge haben, wo man nur Wald hat. Da muss man immer drüber fahren und dann kommt das Gewitter hinterher. In den USA, wo ich zum Beispiel auch Stormchasen gehe, und dieses Jahr natürlich leider nicht, ist das einfach. Da sind alle Straßen gerade und es wächst nirgendwo ein Baum in den Great Plains. Da funktioniert das ein bisschen besser. Wunderbar. Ganz kurz, wir haben hier, vielleicht können wir mal kurz draufschalten, mal so dein Setup nochmal aufgebaut. Das ist so, ja, das sind in der Regel die Objektive, die du auch dabei hast, wenn du die Stürme jagst. Ne? Vielleicht gehen wir es mal kurz durch. Das 150-600, also wirklich ein Ultratele, ist eins, was du häufiger benutzt, oder ist es dann doch eher weitwinklig? Tatsächlich fange ich hier links in der Range an. Ich fotografiere wirklich 90% meiner Fotos mit dem 15 bis 30 mm, weil ich immer extrem viel Himmel drauf brauche auf dem Foto. Danach kommt das Standard-Zoom-Objektiv für so ein bisschen mehr Brennweite. Das ist so das, was ich benutze, wenn ich zum Beispiel viel Blitze fotografiere. Und dann wirklich in seltenen Fällen brauche ich auch mal die großen Brennweiten, zum Beispiel wenn der Tornado ein bisschen weiter weg ist, da eignet sich das 70 bis 200 mm sehr gut. Heute jetzt für den Vortrag über Windsturm, da mache ich oftmals von an der Küste Fotos mit dem 150 bis 600 mm. Und dann, wenn es noch ein bisschen leichter sein muss, zum Beispiel beim Reisen, dann packe ich immer das 100 bis 400 mm mit ein. Da habe ich viel Brennweite, aber man kann sehen, es ist nicht so groß wie die anderen beiden Objektive und das ist der Vorteil. Genau, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, ne, wenn es um Wetter und Wolkenbildungen geht, dass ein Weitwinkel da in der Regel das ist, was man haben möchte, um das auch einfach richtig in Szene setzen zu können. Genau, da hat man auch gar keine andere Wahl. Oftmals arbeite ich dann sogar mit Hochformat-Panorama, weil mir die 15 mm dann gar nicht mehr ausreichen, dass ich dann wirklich den kompletten Himmel einmal drauf bekommen kann. Genau. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, um welches Thema es heute geht. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie es zu dieser speziellen Shooting-Situation kam. Ich kann mich erinnern, du hattest mich mal angerufen und mir so ganz kurz am Telefon gesagt, was du vorhast. Ich glaube, ich habe erst mal laut gelacht, weil das ziemlich wagemutig klang, sage ich jetzt mal. Also die Idee an sich, ne? Also erzähl mal kurz, wie hast du die Aufnahmen gemacht und wie kam es dazu? Naja, es geht um Windstürme und Windstürme, bewegte Luft kann man eigentlich nur da gut fotografieren, wo Meer ist, weil den Wind sieht man nicht, man braucht immer die Bewegung vom Wasser, wenn ich ein einzelnes Foto von machen muss. Ich hatte einen Fotografen entdeckt in der Bretagne, der coole Fotos von den Leuchttürmen gemacht hat. Dann habe ich festgestellt, Mensch, diese Leuchttürme, die sind ja draußen im Meer, wie kommt ihr denn da hin? Und ja, dann habe ich da mal so ein bisschen in der Bretagne rumtelefoniert und habe dann entsprechend eine Idee gefunden, wie man draußen in den Leuchtturm kommt. Aber das möchte ich im Vortrag jetzt noch gar nicht vorne wegnehmen. Und dachte ich mir, Mensch, das ist so cool, ich rufe einfach mal bei dir an und sage, das ist keine so günstige Idee, kann man da nicht irgendwas machen, dass man sagt, ich bringe da super Bilder zurück, die kaum irgendjemand hat, bis auf jetzt der Fotograf, den ich ja noch nennen werde. Und dann ist ja diese Idee draus entstanden, um der es dann in meinen Vortrag geht. Genau, und das bedeutete, du steigst in den Helikopter ein. Und ja, dann wird die Tür aufgemacht und dann geht's los. Oder wie muss ich mir das So vorstellen? ungefähr, aber das sehen wir dann, wie gesagt, im Vortrag dann Okay, gleich. Dann ja. gucken wir uns das mal an.
Sehr spannend. Genau, wir zeigen auch noch mal kurz, das hat jetzt nicht direkt mit dem Vortrag zu tun, aber so zur Einstimmung, bevor es losgeht, noch mal das Produktvideo, was wir damals für das Weitwinkel mit dir gemacht haben. Da sieht man, kriegt man noch mal einen guten Eindruck, wie so generell auch dein Sturmjagen vor sich geht, Genau. ne? Und genau, dann geht es direkt über zum Vortrag. Ja. Ja. Wobei man dann nochmal differenzieren muss, bei dem Video, was wir damals gedreht haben, ging es ja wirklich um Gewitter, also Genau. kleine Gewitterzellen. Und jetzt geht das ja wirklich um diese großen Genau. Ist Sturmtiefs. Das ist thematisch nochmal. nicht das Gleiche, ne? Aber Genau. dann haben wir nochmal so einen schönen Brückenschlag, ja, wie das so grundsätzlich abläuft, ne? Und dass das ja auch schon ziemliche Action ist, die du da machst. Und ja, das Thema deines jetzigen Vortrags ist ja nochmal eine Schippe drauf, was Action angeht. Ich nehme es mal an, ja. Du hast kein Problem mit Höhe, nehme ich an, oder hattest du zwischendurch mal so, aber ich glaube, so tief oder so hoch ist man gar nicht geflogen, ne? Nee, Man war sogar relativ. es war, also man hätte unglaublich ohne Probleme ins Wasser fallen können. Das Problem war nicht die Höhe, sondern eher die Wellen danach. Also, ja. Okay, ja, dann wird spannend und interessant. Ich wünsche den Zuschauern jetzt viel Spaß und dir viel Spaß beim Vortrag. Dankeschön. Bedanke mich schon mal, dass du hier bist. Danke für die Und Einladung. von meiner Stelle bis zum nächsten Mal. Und ich übergebe jetzt an den Bastian. Tschüss. Windsturm ist etwas, das kennt ihr alle. Dann, wenn im Herbst die Warnung vom Deutschen Wetterdienst ausgegeben werden und die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil es heißt, es ist zu gefährlich, mit dem Bus durch den Stadtwald zu fahren, dann ist es mein Job als Sturmjäger, jetzt rauszufahren und das Ganze zu dokumentieren. Mein Name ist Bastian Werner, ich bin Sturmjäger und Wetterfotograf und heute in meinem Vortrag Windsturm habe ich mich mit dem Motiv Windsturm beschäftigt und schaue, wie man dieses Motiv fotografieren kann. Denn ihr kennt das ja, Wind ist ja erstmal nur bewegte Luft, aber wie schaffe ich es,
diese riesigen, komplexen Windstürme denn zu fotografieren? Ich habe jetzt hier dieses Bild von der NASA ausgewählt. Dort sieht man jetzt mal so ein Sturmtief über dem Atlantik. Das ist dann dort, wo im Herbst die Warme auf die kalte Luft treffen. Und ja, das ist erstmal ein riesengroßes Wolkenbild. Aber wie kann ich das fotografieren, wenn ich nicht im Weltall raus bin? Und da habe ich mir viele Gedanken zugemacht. Und die einzige logische Möglichkeit, wirklich diese Dynamik und die Bewegung dieses Windsturms einfangen zu können, ist es, an die Küsten zu reisen. Denn das direkte Resultat des Winds ist das bewegte Wasser. Und dann, wenn die großen Wellen auf die Hafenmole treffen, sich die Gischt entlädt, dann kann man wirklich die Gewalt dieses Windsturms sehen, weil jeder, der schon mal oben an der Nordsee, in der Ostsee im Sommerurlaub gewesen ist, der weiß, so sieht das nicht aus, wenn das da ein blauer Sommertag ist, ohne viel Wind am Strand. Und ich habe da eine Inspiration gefunden, einen Fotografen in der Bretagne, Mathieu Rivry, und er hat den ganz großen Vorteil, in der Bretagne zu wohnen. Es gibt nirgendwo auf diesem Planeten so viele Leuchttürme wie dort, und dementsprechend hat er sehr, sehr viele Fotografien davon gemacht. Hier ist jetzt mal so ein paar Beispiele für ein paar Leuchttürme in der Bretagne, und ihr könnt wirklich sehen, dass die Leuchttürme auch weit draußen sich im Meer befinden. Und es ist ja nicht so kompliziert, wenn man dort wohnt, im Herbst so einen Windsturm abzupassen, sondern ich kann ja einfach sagen: Hey, ich gehe jetzt dorthin, fotografiere das, warte das einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Aber das ist für mich nicht möglich, weil ich wohne da ungefähr, wo dieses rote Herzchen in der Mitte ist von Deutschland. Das heißt also, es ist nicht möglich für mich, einfach mal schnell rauszufahren an die Küste, um das Ganze zu fotografieren. Und deshalb muss ich mich als Wetterfotograf mehr mit diesem Motiv beschäftigen, denn ich kann nicht umsonst an die Küste fahren, oder es ist einfach sehr kompliziert zu sagen: Hey, ich fahre jetzt mal in die Bretagne, warte das ab, ach, da ist ja gar nichts passiert, und ich fahre jetzt wieder die ganzen 1000 Kilometer nach Hause. Und um das zu vermeiden, habe ich mich dann näher mit diesem Motiv beschäftigt und wirklich mit der Physik, die hinter dieser ganzen Sache steckt. Was macht den Windsturm aus? Wie ist die Meteorologie hinter dieser Sache? Wann passiert das? Und wie kann ich in dem Moment vor Ort sein und tolle Fotografien anfertigen? Und da gibt es sogenannte Wetterkarten. Wetterkarten, das ist eine Visualisierung von dem, was diese großen Prognosecomputer des Deutschen Wetterdienstes und von anderen Wetterdiensten ausspucken. Das heißt, einmal oder mehrere Male am Tag werden alle Wetterdaten, die man zur Verfügung hat, von startenden, landenden Flugzeugen, die durch die Atmosphäre fliegen, von Wetterstationen, Wetterballonaufstiege, die werden in diese Wettermodelle auf den Supercomputern reingesteckt, und diese Wettermodelle berechnen die Prognose raus. Und hier könnt ihr jetzt auf dieser Karte sehen, wenn ihr mal schaut, oben bei Großbritannien, da ganz typisch für diese Wetterkarten, das seht ihr, diese Drucklinien. Und dort kann man jetzt sehen, wie bei Island diese blaue, kalte Luft auf die rote Luft trifft, die von Südwesten kommt. Und dabei entsteht ein Sturmtief. Und das passiert besonders häufig natürlich im Herbst und im Winter. Und ich als Sturmjäger habe jetzt die Aufgabe, genau dorthin zu fahren oder dorthin zu fliegen, wo es dieses Sturmtief gibt. Das ist eine andere tolle Karte. Diese zeigt uns jetzt die Windböen der 3 Stunden, eines Zeitintervalls von 3 Stunden, und man kann natürlich sich das jetzt ungefähr für 7 Tage in die Zukunft ansehen und weiß dann, wo es die stärksten Windböen gibt. Und wenn ihr mal schaut, vor der Küste von Irland könnt ihr ja sehen, dass es da Windböen von teilweise über 150 Stundenkilometer gibt. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn diese Luftströmung über mehrere Stunden oder sogar Tage hinweg über die See bläst, dann wälzt sich das Wasser immer mehr auf, und ein Resultat daraus ist die sogenannte signifikante Wellenhöhe. Wie groß werden die Wellen vom Meeresspiegel aus gemessen? Und da kann man jetzt sehen, über 10 Meter. Das heißt wirklich ungebrochen, diese Wellen würden, wenn ihr im Erdgeschoss steht, oben bei euch in den zweiten Stock reinschwappen. Das ist die Wellenhöhe. Und die treffen dann in diesen Windstürmen auf die Küste. Und der ganze Trick, den ich jetzt als Fotograf machen muss, ist natürlich, dort hinzureisen, wenn diese großen Wellen auftreten, um diesen Windsturm als Bild festhalten zu können. Und natürlich brauche ich auch ein paar Locations. Schaut euch mal kurz dieses Bild ein bisschen länger an und ma nennt mal für euch selbst im Kopf eine Zahl, wie hoch ihr diese Wellen einschätzt, die ihr auf diesem Foto seht. Wie denkt ihr, wie groß sind diese Wellen? Diese Wellen sind aufgenommen
in Portugal an einem berühmten Surferstrand. Und dort können diese Wellen in eine Höhe von 25 bis 30 Metern erreichen. Und ich habe es jetzt gerade festgestellt, Mensch, ihr habt das wahrscheinlich gar nicht so hoch eingeschätzt, weil euch fehlt so ein bisschen der Bezugspunkt. Man kann nicht sehen, wie groß jetzt diese Dimension von dieser Welle ist. Und diese Monsterwellen, die es in Nassarie gibt, die sind dort zwar schön anzusehen, aber zum Beispiel da fehlt oftmals so der Bezugspunkt, wenn nicht gerade ein Surfer draußen auf dem Meer ist. Und ihr seht diese kleinen Pünktchen da auf dem Bild, das sind Möwen, um mal so eine Dimension von diesen Wellen zu sehen. Diese Möwen sind vor der Welle, die sich draußen auf dem Meer bricht. Die fliegen nicht draußen auf dem Meer. Ja, das sind also enorme Wassermassen. Und da muss man dazu etwas ein bisschen mehr zur Wellenphysik wissen, um diese Locations dann zu finden beim Fotografieren. Ihr könnt sehen, wenn die Wellen einfach draußen auf dem Meer bleiben, also die Tiefe mehr als die Hälfte der Wellenlänge ist, also der Abstand zwischen zwei so Wellenscheiteln, dann passiert mit der Welle nichts und irgendwann trifft die auf Land und dann wird die Wassertiefe auf einmal geringer als der Abstand zwischen so zwei Wellenbergen und ab dem Zeitpunkt beginnt die Welle zu brechen. Wenn ich also jetzt so einen flachen Nordsee- oder Ostseestrand habe, da kann man sehen, das kommt ja da gar nicht mehr an Land an. Also ich kann da gar kein Foto von machen, weil ja die Welle gar nicht die Energie mehr bis ans Land transportieren kann. Das heißt also für meine Fotos, so ein flacher Nordsee- oder Ostseestrand ist keine besonders gute Location, wenn ich jetzt wirklich diese Wellen fotografieren möchte. Ich brauche also Orte, wo ich zwei Dinge habe. Erstmal, die Wellen brechen sich an dieser Stelle, also wirklich aus dem tiefen Wasser raus, zack, direkt aufs Land. Und zum Beispiel bei den Klippen in Irland kann man das gut beobachten. Aber auch in der Bretagne an den Leuchttürmen, dort, wo wirklich diese Leuchttürme im noch tiefen Wasser drin stehen und nicht an so einem glatten Sandstrand. Und da habe ich eine wirklich sehr, 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 sehr lange Recherchearbeit für ganz Europa gemacht. Und wenn ihr mal schaut, ich habe so Markierungen an den Westküsten von Europa, so an der Westseite von Irland, dann die Bretagne kann man das gut sehen und auch in der Westseite so von Portugal ein paar Markierungen auch im Mittelmeerraum. Und das sind wirklich alle Orte, die ich an den Küsten recherchiert habe, wo ich Fotomotive finde, die die Dimension der Wellen zeigen und wo sich die Wellen auch zeitgleich so dran brechen können. Und meine Mission ist es jetzt als Sturmjäger, an diese Orte zu reisen, immer dann, wenn dort der Windsturm auftritt. Hier seht ihr ein Satellitenbild aus Irland. Das ist die Westseite von Irland. Oben die bekannten Cliffs of Moher, die man da schön sehen kann. Das sind die größten Klippen da in Irland. Und diesen kleinen Ort Lahinch. Und dieser Ort sitzt in so einer Bucht drinne. Und wie ihr sehen könnt, ist diese Bucht ja nach Südwesten geöffnet. Und das heißt also, wenn jetzt der Wind aus Nordwesten kommen würde, dann würden der Wind die Wellen ja gar nicht in diese Bucht hineintreiben. Das heißt also, es ist nicht nur wichtig, diesen Windsturm zu haben, sondern die Windrichtung in diesem Sturm muss zu meinem Fotomotiv passen. Und das muss ich alles einplanen, bevor ich zu einem Ort reise, um meine Fotografien zu machen. Und an einem Tag letztes Jahr im Dezember hat das Ganze gepasst. Da gab es vor der Küste von Irland bis zu 12,8 Meter hohe Wellen. Ungebrochen, aber aus südwestlicher Richtung hat dort der Wind geblasen und ihr könnt das sehen an diesen kleinen eingezeichneten Pfeilen, die Wellenvektoren, dass da wirklich die Wellen auch aus Südwesten auf die Küste getrieben wurden. Also konnte ich dorthin fahren und konnte dann mein Foto aufnehmen. Hier jetzt mit dem Tamron 70 bis 200 mm gemacht, diese Aufnahme, weil ich natürlich diese Blende 2,8 gebraucht habe, um jetzt hier bei Nacht die Wellen einzufangen. Und ihr könnt sehen, diese Wellen wurden wirklich auf die Küste draufgedrückt und haben sich dann an dieser Ortschaft gebrochen, sind dann da drüber gestiegen und die Gischt ist wirklich so hoch, dass sie da über so ein zweistöckiges Haus hinweggeblasen hat. Und ja, dieses Waves Restaurant, da war ich übrigens davor noch essen, weil diese Flut kommt nicht auf einmal. Denn das ist der nächste Faktor, wenn dort Ebbe ist, da kann ich die Fotos gar nicht machen. Das sind 5 Meter Gezeitenhöhe. Und wenn da eben gerade Ebbe ist, ist da gar kein Wasser in diesem Lahinch, in dieser Bucht drinne. Ich muss also auch warten, bis das Wasser wieder da ist. Und gleichzeitig muss ich diese Sturmtiefe aus der richtigen Richtung haben. Es ist also physikalisch etwas komplexer, den richtigen Moment abzupassen, um dann dort vor Ort zu sein. Und jetzt schauen wir uns nochmal diese Fotos an, die Mathieu da gemacht hat. Und dann stellt ihr fest, dieser
Leuchtturm oben in der Mitte, Mensch, der steht ja komplett im Wasser. So, und wenn man jetzt mal guckt, wo dieser Leuchtturm Armen eigentlich zu finden ist, da habe ich mal so ein, oder da habe ich mal so ein tolles Bild rausgesucht von Google Maps von so einem Leuchtturm in der Bretagne, und ihr seht, das ist alles blau. Der steht draußen im Meer. So, wie ist jetzt also Mathieu zu diesem Leuchtturm gekommen? Er wird kaum mit seiner Drohne bei Orkanwinden im Windsturm dort rausgeflogen sein. Das ist viel zu weit weg. Die sind teilweise Kilometer draußen im Wasser an irgendwelchen Steinen. Ah, und da gab es dann eine Idee, und zwar Get to the Chopper. Das heißt, ich habe geguckt und habe wirklich aktiv angerufen in der Bretagne alle möglichen Helikopterfluggesellschaften und wollte diesen einen einzigen Piloten finden, der draußen rausfliegt im Sturm, weil der musste irgendwo in der Bretagne sitzen, weil mit so einem Hubschrauber kann man dann auch nicht so weit fliegen. Und da habe ich mir dann noch ein paar Kollegen geschnappt, weil man wollte, möchte ja nicht alleine im Hubschrauber rein fliegen, und außerdem muss natürlich auch noch ein bisschen dokumentieren. Da habe ich den Johannes Höhn von Ed Pangea und den Mario mitgenommen, Ed 69, und da haben wir gedacht, okay, hey, jetzt gehen wir da mal in den Hubschrauber fliegen. Und dann haben wir einen richtig coolen Piloten gefunden, und zwar Thierry. Thierry ist 28 Jahre Marine-Hubschrauber-Pilot bei der französischen Marine gewesen. Und seine persönliche Aussage war: Wir haben Glück, dass wir jetzt gerade im Orkan in diesem Hubschrauber fliegen, weil unten auf dem Schiff wäre das viel schlimmer. Und ja, sein Job war es also, diesen Hubschrauber auch auf einem schwankenden Schiff landen zu können im Orkan. Deswegen haben wir uns da wenig Sorgen drum gemacht. Er war da auch ganz tiefenentspannt, als wir unsere Tour geflogen sind. Und so sah das dann aus. Wie man feststellen kann, die linke Tür an diesem Hubschrauber fehlt. Und das Einzige, was mich jetzt noch in diesem Hubschrauber eigentlich drinnen gehalten hat, das war so ein kleiner Gurt um meinen Bauch, mit dem ich festgemacht wurde. Also es gab keine spezielle Verankerung. Es war wirklich der Gurt, mit dem man sich eigentlich am Sitz festschnallt. Den hatte ich in dem Moment um den Bauch drum gehabt. Und dass ich nicht rausgefallen bin, den Rest hat dann Thierry gemacht, der mit dem Hubschrauber gut geflogen ist in diesem Moment. Und hier kann man das jetzt sehen, wie das aussieht. Da machen wir jetzt gerade so einen Low Pass über diese Insel Usson. Das ist eine Inselvorlage vor der Bretagne. Ja, und da kann man schön mal die Dimensionen von diesen Wellen hinten auf dem Wasser sehen und wieder kräftig am Rausfotografieren. Und das sind jetzt die Aufnahmen, die wir auch gemacht haben von diesem Leuchtturm Armen zum Beispiel, der sehr weit draußen steht im Wasser. Und wenn man feststellt, hey, Moment, der Hubschrauber ist ja tiefer als der Leuchtturm. Und ja, wir sind wirklich so 5 Meter über der Wasseroberfläche geflogen, manchmal nicht sogar tiefer. Und ich hatte eigentlich gesagt, ich nehme das 150 bis 600 mm Objektiv mit, weil das habe ich immer gebraucht, wenn ich diese Fotos von Land gemacht habe. Aber nein, wir sind so nah an diese brechenden Wellen geflogen, dass ich teilweise mit dem 24 bis 70 mm zu viel Brennweite mit dabei hatte, um diese Fotos zu machen. Und Thierry war so gut da drinne, er konnte sehen, wenn die Wellen gekommen sind, und hat dann immer so Steilkurven mit uns über den Hubschrauber um diesen Leuchtturm rum gemacht. Und man muss sich wirklich vorstellen, der Hubschrauber hing 70 Grad Seitenneigung in der Luft, und ich hing wirklich an dieser, also dieses Foto ist wirklich mein Blick aus dem Hubschrauber gewesen, seitlich runter. Ich hing in der offenen Tür mit drinne. Und das Einzige, was mich in diesem Hubschrauber gehalten hat in dem Moment, war tatsächlich diese Fliehkraft von so 3,5 oder 4G, wie er seine Steilkurve um diesen Hubschrauber rumgeflogen ist. Und Thierry hat das so gemacht, er hat wirklich die Wellen abgepasst und ist dann mit uns eine Steilkurve geflogen, in dem Moment, dass wir von oben die Fotos machen konnten, als die Welle gekommen ist. Das Foto war jetzt eine schwierigere Aufnahme, weil wenn ihr mal drauf achtet, die Wellen gehen sozusagen von uns als Betrachter gerade weg zu diesem Leuchtturm. Und das Problem ist, dieser Hubschrauber, der kann zwar gegen diesen Wind anfliegen, aber er kann nicht sozusagen quer zu dem Wind lange stehen. Und für diese Fotos mussten wir uns immer absprechen mit Thierry, weil er musste dann den Hubschrauber quer zur Windrichtung stellen, dann mussten wir das Foto machen, dann musste er den Hubschrauber wieder abfangen, damit wir nicht abgetrieben wurden, weil er kann sozusagen mit dem Hubschrauber nicht zeitlich gegen den Wind fliegen. Wir sind also die ganze Zeit konstant mit 100 km/h in der Luft geflogen, waren aber mit 0 km/h auf dem Wasser unterwegs, weil die Windgeschwindigkeit so stark gewesen ist. Und das hier, das war ein Moment. Wir haben das nicht mitbekommen, aber wir waren ja am Fotografieren, aber Mike, der sozusagen mitgekommen ist, um so ein bisschen mehr so Instagram-Stories zu dokumentieren für diesen Tag, der hat gemeint, er hat vorne aus dem Cockpit bei Thierry geguckt und hat auf einmal festgestellt, wie der Wellenscheitel höher wurde als das Cockpit.
Und Thierry meinte so, oder da muss ich jetzt ein bisschen steigen, hat kurz am Knüppel gezogen, hat den Hubschrauber kurz hochgehoben und diese Welle ist wirklich unter meinen Füßen durchgegangen. Das ist mit 24 Millimetern aufgenommen, das Foto. Das war wirklich, als ob man jetzt das Wasser greifen konnte. Und Thierry hat das die ganze Zeit komplett abgepasst mit seinem Hubschrauber. Ja, und er hat wirklich diese Stellen rausgesucht an den Felsen, dass sozusagen die Wellen sich nicht bei uns gebrochen haben. Man sieht ja hier, wenn wir jetzt in dieser Gischt drinne gewesen wären, ich weiß nicht, ob der Hubschrauber das mitgemacht hätte. Also musste Thierry als Pilot uns immer beim Fotografieren so hinbringen, dass wir nicht in diese explodierende Gischt reingekommen sind, aber trotzdem nah genug, um die Fotos zu machen. Und wenn ihr mal schaut, sieht man hinten links gleich den nächsten Leuchtturm. Das heißt, wir hatten diesen Tag haben nicht nur einen Leuchtturm fotografiert, sondern wir haben wirklich so einen kompletten Rundflug um die Bretagne gemacht. Und Thierry hatte dann da auch bei dem französischen Militär Hafen noch angerufen, also per Funk angefragt, sagt, hey, ich muss da jetzt mal drüber fliegen. Weil das Problem ist, mit 100 km/h Gegenwind kann man nicht lange fliegen, ja, weil man extrem viel Sprit verbraucht, nur um an der Stelle zu bleiben mit dem Hubschrauber. Das heißt, wir mussten eine Abkürzung nehmen, um überhaupt bis zu den Leuchttürmen richtig fliegen zu können. Da mussten wir bei so einem Militärsperrgebiet anfragen, ob wir da jetzt rüberfliegen durften. Das haben die uns dann zum Glück erlaubt. Und das war jetzt die Crew. Wir dachten uns am Schluss so, hey Mensch, wenn wir schon so eine coole Humandrohne von so einem Hubschrauber haben, warum landen wir denn nicht einfach mal bei dem Leuchtturm? Und dann haben wir gemeint so, hey, können wir nicht einfach mal so, ja klar, ich lande mit euch da. Und dann sind wir einfach mal auf der Insel mit dem Hubschrauber gelandet, auf dem Parkplatz vor dem Leuchtturm. Und ja, das war auch völlig okay. Das links ist der Leuchtturmwärter, der kam dann natürlich raus, hat man so ein bisschen sich mit Thierry unterhalten und wir da gerade am Posen, damit wir mal so ein cooles Foto mit so einem Hubschrauber gemacht haben, hier vor dem Leuchtturm da stehen. Und da haben wir natürlich noch so ein bisschen auf der Insel selbst geshootet. Das ist jetzt aufgenommen mit dem 70 bis 200 mm. Und ich habe den Moment extra abgepasst, dass der Himmel hinten dran komplett grau gewesen ist. Im Foto, wo so ein Regenschauer von diesem Windsturm da drüber gezogen ist. Ja. Und das war aber noch das Foto, was noch okay gewesen ist. Also Johannes ist da jetzt nicht nass geworden bei dem Foto. Ich hatte aber Mike noch auch hingeschickt in die Gischt. Er war da hinterher komplett nass. Auch dafür war das Foto war dann trotzdem nicht. Deswegen habe ich das nicht in die Präsentation eingefügt. Und das ist so das, was ich jetzt mitgenommen hatte auf diesem Flug. Die meiste Zeit habe ich mit dem 24 bis 70 mm fotografiert gehabt und da kann man sehen, das ist jetzt hier aus der offenen Seite von dem Hubschrauber raus, wo wir gerade über das Meer geflogen sind. Und ja, das 150 bis 600 wollte ich eigentlich mitnehmen und man kann sehen, ich strapaziere diese Objektive tatsächlich ein bisschen mehr bei meinen Reisen. Das rechte ist so in so einem Blizzard gewesen, da ist das dann irgendwann komplett eingefroren gewesen, das Objektiv. Und dementsprechend, wenn ich in so Wellen fotografiert habe in der Gischt, ist es hinterher ganz wichtig, die Kamera, bzw. die Objektive komplett sauber zu machen. Also die Plastikteile, die kann man da auch mal unter laufendes Wasser halten, damit da das Salz weggeht. Mit den Objektiven direkt würde ich das jetzt nicht machen. Das heißt, da müsst ihr dann einfach öfters mal drüber putzen und wirklich achtet drauf, ihr müsst das wirklich dreimal nass wischen mit Salz, was ist wirklich kein Witz. Da reicht ein bisschen Salz aus und dann fängt das euch an, weg zu oxidieren, das ganze Foto. Ja, und das war am Schluss, da sind wir jetzt gerade aus dem Hubschrauber ausgestiegen, da war unsere Tour dann zu Ende. Und wir stehen ja auf so einem perfekt mittig auf so einem Holzpodest und ihr seht jetzt an dem laufenden Rotor, dass wir da gerade erst gelandet sind. Und Thierry ist Vollgas auf diesem Flughafen zugedonnert, hat mit uns eine 180-Grad-Steilkurve geflogen und ist ohne mit der Wimper zu zucken in einem Zug auf diese Holzplatte drauf gelandet mit diesem Hubschrauber. Also er konnte fliegen und entsprechend war er entspannt und er hat auch gemeint, das war ja gar nicht so viel Wind, er ist schon in viel mehr Wind geflogen. Und deswegen, ja, vielleicht sehen wir mal wieder. Ich möchte das auf jeden Fall nochmal machen mit dieser Tour, weil es gibt noch viel, viel, viel mehr Leuchttürme, die man da fotografieren kann. Dann danke ich euch fürs Zuhören, dass ihr euch hier meine Präsentation angeguckt habt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einige Eindrücke zum Fotografieren von Wellen mitgeben. Und wenn ihr mal irgendwo an der Steilküste von Europa, von den Atlantikküsten Europas seid, könnt ihr euch mal das Objektiv, das Teleobjektiv schnappen, einfach mal selbst ein bisschen Wellen fotografieren gehen. Dankeschön.